Grab Connector. Oh, ihr seid ja schon wieder da. Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir in der letzten Folge leider einen Bug haben, dass das hier alles umgeflogen ist. Was leider dazu geführt hat, dass halt unsere Solarversorgung kaputt gegangen ist, genauso wie eins unserer Lager umgekippt ist. Was jetzt nicht so schick ist, was ich auch schon angemerkt habe, dass wir halt versuchen werden, oder ich das versuchen werde, in einer Pause halt dann zu reparieren. Und mich darum kümmern werde, versuchen, dies zu reparieren, so dass wir in der Zukunft mit dem Zeug hier wieder, also mit der Station hier gescheit arbeiten können, weil die Vorbereitungen laufen ja gut. Wir haben die Hauptstation jetzt dastehen, die bohrt sogar Erz. Wir haben das erste Mal jetzt in unserem Let's Play hier Erz bohren können, weil wir auch die richtigen Bohrer mit hatten. Aber wie gesagt, es wäre ja eigentlich schon so weit sogar, dass es alles gut funktionieren würde. Warte mal, wir kriegen hier Start. Ich kriege hier ehrlich einen Crewbericht. What? Board. Kannst du bitte mal boarden? So, jetzt hat. What? Warum kriegt ihr hier einen Crewbericht, Leute? Der Crewbericht läuft ja schon hier. YOLO. Wir starten aber schon mal mit den Vorbereitungen für den Start. Leiter wird eingefahren. Genauso ist es mit den Solarmodulen. Für den Start wird alles weggebracht. Wir sollten fürs Erste auch genug Strom haben. Wo ist denn das jetzt hier wieder der Button? Türen schließen. Wir schließen die seitlichen Tore. Ich finde Schutz. Ich bin echt gespannt, ob wir damit durch die Atmosphäre kommen. Das könnte richtig gut gehen oder richtig schief gehen. Eins von beiden. Wir haben 22 Starts noch mit den Düsen hier. Und mit denen haben wir noch 20. Bedeutet, wir werden mit den Weltraum Düsen uns jetzt in den Orbit vom Mann begeben. Zu Kerbin Swing. Und dann wechseln wir auf die atmosphärischen Thruster, um die Landung zu performen. Wir haben 2600 MS für das Ganze. Das könnte natürlich interessant werden. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ganz ehrlich, die Daten können wir jederzeit holen. Das ist jetzt gerade so Jacke wie Hose eigentlich. Wie sind denn das? 12. Ja, komm. Ich würde sagen, ready or not, here we go. Lift off. Füße einfahren. Da ist das Baby. In der Luft. Voller Schub. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr FPS, wenn wir wieder auf dem richtigen Pfad sind. Also wenn das Ding echt so gut funktioniert, wie ich es hoffe, wäre es natürlich mega geil. Dann wissen wir, was wir in der Zukunft verbessern können. Wie gesagt, Bremsfallschirme und Dockingport an der Front wären natürlich genius. Das steuert sich ganz schön frimmelig teilweise. Aber hey, es funktioniert. Das ist alles, was zählt. Jetzt muss nur noch die Gegenseite hochschießen. Wie gesagt, die Antriebe sind sehr interessant platziert. Was ist das da oben? Mann Station! 50 Kilometer entfernt, cool. Als ob du das wirklich so als hellen Punkt siehst. Wie geil ist das denn? Was hüpft hier rum? Ist das der... Als ob das... Nee, das ist der Mann Rover Alpha. Der muss auch mal wieder hier rumfahren noch. Der ist auch auf dem Weg zur Station. Ja, zur Mann Alpha Base.
Wir sind aber auf einem guten Weg. Es funktioniert schon mal gut. 4 Kilometer Apoapsis. Der Periapsis ist natürlich noch Horror. Oh, ich fliege schon wieder in die falsche Richtung. Das macht die ganze Aktion jetzt wieder schwer. Aber hey, einfach wäre ja auch zu einfach. Die andere Richtung ist so einfach. Aber ich will jetzt auch nicht mehr umdrehen, weil jetzt verbrauchen wir dann wieder zu viel Treibstoff. Jetzt gehen wir auf Full Risiko. Und ihr seht schon, diese Steuern ist teilweise echt schwer von dem Teil, weil es einfach sehr, sehr friemelig teilweise so ist. Also die Steuerung. Und jetzt wird auch hoffentlich der Periapsis langsam anfangen zu steigen. Du brauchst immer so den Head Start und dann funktioniert es schon. Sobald du den Head Start hast, funktioniert alles um einiges besser. Ja, schau an, wie gut das schon ist. Da ist der Warp. Das Warp-Zeichen. Zack. 10 Kilometer Orbit hier rum. Dann tun wir hier vorspulen. Wie schaut es mit der Nahrung aus? Genug Tage noch vorhanden. Also wie gesagt, ich hätte das gerne als eine Art Workhorse für unser Raumprogramm. Einfach weil es gut ist und wenn die Landung natürlich auf der Erde noch funktioniert, auch wiederverwertbar. Und das sozusagen alles repräsentiert, was ich in Kerbal Space Program gerne schaffen will. Alter, wir haben so viele Projekte, die wir hier noch drin haben stehen. Lecker mio. So. Jetzt müssen wir planen, dass wir ohne wirklich viel Aufwand wieder zurückkommen können. Und das ist das Spannendste in dieser Richtung. Also nach ihm würden wir jetzt circa einen Tag noch im Orbit bleiben und dafür halt so 200.000 150 auf 100.000, dann brauchen wir 261. Das ist natürlich genial. Das nutzen wir. Dafür müssen wir nur einmal eine Umdrehung hier machen. Da ist die Moon Station. Die werden wir aber gleich kaum umrunden. Aber wir sind immer in Sichtweite. Das ist lustig. Hallo! Aber jetzt ist es dann gleich soweit. 10 Minuten noch. Da siehst du es über der weiße Punkt. Ich finde es geil, dass du dies als weißen Punkt sogar sehen kannst. Das ist so weird. Da vorne ist er. Wie viel 11 Sekunden Schubzeit haben wir aktuell? Das sollten wir gut hinkriegen. Das sollte gut funktionieren. Ansonsten waren das die bravesten Kerbals, weil die sind zu fünft geflogen und zu fünft gestorben. Alter, wenn das schief geht. Ich kann doch keinem Kerbal mehr ins Auge schauen. Schub. Schau mal, so viel MS braucht man dafür gar nicht. Und wenn wir über 1000 bleiben für die Bremsung, dann wäre es natürlich genial. Weil ich würde mir über 1000 gerne für die Landbremsung wünschen eigentlich. Aber ja, was man sich wünschen kann, ist natürlich immer so eine Sache, ne?
3, 2, 1. Perfekt. Okay, jetzt haben wir's. Ach, Kentaurus hat ja stimmt. Batterien müssen wir wieder aufladen. Türen öffnen. Alter, ich muss mal diese blöde Glocke wieder wegtun. So. Solarmodule ausfahren. Natürlich sind wir in diesem Moment dann auch direkt auf der besten Position für sowas. Wie lange denn noch? Alter, das gibt's. No, 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 no. Energie. Wir haben wieder Energie, Leute. Wir sind back. Nice. Die Frage ist, fliegen wir jetzt dann in die Richtung? Oh ne, warte mal. A producer of electric cars has been... Was? Hä? Was ist jetzt schon wieder? A producer of electric charge? Okay, also wir fliegen schon in die Richtung. Das ist natürlich vorteilhaft. Was ich jetzt gerne kurz berechnen würde, halt mit unserem schönen Lieblingstool, mit dem Manöver-Tool, ist, wie viel braucht es, um eine relativ hohe Bremsung hier vorzuführen? 700. 800. Lohnt sich das? Ich würde schon sagen, haben wir zwar nur noch 1000 ms zum Landen, aber 1000 ms ist eigentlich schon viel. Vor allem haben wir dann weniger drin, was sozusagen Probleme machen könnte. Würde ich mal sagen. Und das ist natürlich auch was wert. Ich will hier vorspulen, bitte. Alter, das... Ich finde dieses Raketenteil hier mega geil, was ich da gebaut habe, weil einfach... Keine Ahnung. Wenn es funktioniert, was willst du mehr? Du kannst mit dem vom Mond und wieder zurückfliegen... Brauchst keine Fallschirme, du hast ein komplettes System, was rein theoretisch wiederverwendbar wäre. Du musst halt bloß auf Land landen, das ist die einzige Voraussetzung. Hoch. So kenne ich aber Kerbin eigentlich nicht. Das ist mal ein sehr interessanter Bug. What the fuck? Okay. Ich spule mal hier hervor. Na, das schaut besser aus. Okay. Ready for the last Schub? Bevor wir in die Atmosphäre eintreten. Wir machen ja einen sehr, 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 sehr sanften Bremsschub dann. Weil, wie gesagt, die Rakete ist doch sehr, sehr sanft auch. So. Jetzt wird der Bremseschub performt. Und dann werden wir das ganze Teil hier ausbremsen lassen. Also mein Plan wäre, entweder hier in der Wüste zu landen, weil hier ist es relativ oberflächlich-mäßig, oder hier in der Nähe. Wo wir es gelandet bekommen, ist natürlich die Frage. Aber wir werden da ganz schön für kämpfen. Drückt mir jetzt die Daumen. Wir werden es noch in dieser Folge machen. Bedeutet, es wird eine längere Folge wie sonst. Aber hey, für das Projekt, für diesen Moment, tut man das.
Da bin ich selbstlos. Nee, ich will einfach nur das fertig. Ich will das einfach wissen, dass es funktioniert hat. Und danach kümmere ich mich um die ganzen anderen Sachen, damit wir endlich Fortschritt machen. Da werde ich echt ein bisschen was in der Zwischenzeit machen. Und dann werden wir weiterschauen. Weil ich würde gerne halt so was ganz Großes bauen. Und das geht eher auf Mann. Und oder auf der Mann Base anstatt, weil es wird was sehr, sagen wir mal, sehr, sehr Großes und sehr, sehr Instabiles, wenn es durch Atmosphären gehen soll. Es soll ja nur im Weltraum rein theoretisch performen, was ich davor habe. Und das ist natürlich dann so eine Sache, dann bringt sich etwas nicht, was du auf Wonders baust, rein theoretisch. So, jetzt müsste ich mir mal anschauen, wenn ich jetzt Manöver. Da wär's perfekt. Da haben wir eine sichere Landezone auf jeden Fall. Hier vorspulen. Jetzt geht's in die heiße Phase über, Jungs. Jetzt geht's in die heiße Phase über. Holy shit, bin ich ein bisschen. Ich bin ein bisschen nervös. So ein bisschen bin ich nervös. So, okay. Ich weiß auch nicht, wo unser Button jetzt hin ist. Oh, guck an. Jetzt sind sogar ein bisschen overshootet. So, besser. Und jetzt wird wieder antiradial. Und jetzt muss man die ganzen Triebwerke anpassen, welche an und aus sind. Weil natürlich wir jetzt die anderen brauchen. Bedeutet, die dicken werden ausgeschaltet. Und die kleinen. War das eines der kleinen? Ja. Nochmal durchchecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Alles ready. Alles bereit machen für den Eintritt in die Atmosphäre. Boah, das wird jetzt. Hui! Wo sind die Türen? Türen schließen. Das wird jetzt eine spannende Sache. Spulen wir vor, bis wir in die Atmosphäre eintreten. Aber bis dahin passiert ja eigentlich eh nichts Spannendes. So, okay. Eintritt in die Atmosphäre. Das Spannendste an der ganzen Mission jetzt eigentlich. Der Wiedereintritt. Wir werden immer noch schneller. Schaut euch die Zahlen unten an. 2270 Meter pro Sekunde. Holy shit. Und so schnell schießen wir. Deswegen geht auch hier unten so schnell die. Überlegt mal, wenn wir diese Geschwindigkeit unten hätten, dann wäre es vorbei.
Es müsste irgendwann hoffentlich mal die Atmosphäre zunehmen. So dass ein Bremseffekt entsteht. Effekt. Das Problem ist, wir müssen ja, wir haben keine andere Wahl, außer mit Triebwerken zu landen. Wir haben nichts anderes. Ich habe nichts eingebaut. Das ist problematisch. Kommt jetzt mal irgendwann die Atmosphäre oder nicht? Ich hab doch hier. Oder sind wir noch zu weit weg für die... Da, die steigt immer noch und steigt immer noch. Jetzt hat. Jetzt heißt es Leben oder Tod. Wir brauchen die Triebwerke. Und wir werden immer noch schneller. Als ob die Füße gerade das Problem werden. Einfach. Komm schon, bring die Geschwindigkeit nach unten. Wir drehen das Ding jetzt einfach durch die Atmosphäre. Ich glaube aber, dass wir nicht aufs Land kommen. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir nicht bis zum Land kommen. Bedeutet, wir werden eine Wasserlandung hinlegen müssen. Noch besser. No, als ob die... Wir haben gerade irgendwas verloren. Wir haben einen unserer Flügel verloren. Was schießt denn da vorbei? Und scheiße. Genau das durfte nicht passieren. Jetzt ist unsere Crew aufgeschmissen. Ohne die passenden Flügel können wir nichts drehen. Fuck. Meter Höhe. Okay. Wir müssen irgendwie Geschwindigkeit herunterbliegen. Mal schauen. Fallschirm entfalten. EVA, EVA, EVA. Tod. Nächster.
Wir haben einen Überlebenden. Alan Kerman. Was bist du? Pilot. Unser Pilot hat überlebt. Nicht gut. Aber das ist, wie gesagt, was ich vermutet habe, dass uns irgendwie was schieflaufen wird und wir uns umdrehen und dann können wir nicht mehr drehen. Ah, Scheiße. Du kannst den Helm und den Halsring wegnehmen. Du bist auf Kerbin. Das lief anders als erwartet. Von wenn ich jetzt dieses schnell aufkomme, habe ich wieder ein Problem. Komm, ich will unterziehen. Puff. Mann, die Idee war so gut. Wir müssen da irgendwie. Also, Bremsfallschirme wären da eine ganz tolle Idee, die am Ende halt wirklich nochmal das Ding notfalls auch wirklich umdrehen. Und wenn es nur ein, zwei sind, die links, rechts sind, und einfach mal das Ding umreißen und bremsen. Was wir gesehen haben, die Flügel seitlich links und rechts sind Schwachsinn. Die brennen eh ab. Wenn du die kann ich entfernen oder gegen irgendwie stabilere ersetzen. Ich weiß nicht, ob es da sozusagen temperatureffizientere gibt oder sowas. Aber wir konnten wenigstens Alin Kerman retten. Er hat es geschafft, mit seinem Fallschirm abzuspringen. Mögen die anderen tapfer gewesen sein. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es gefallen mir. Ja, lasst unten den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wo ich hoffentlich ein bisschen was an unserer Base auf dem Mann verändert habe. Also, bis dann. Ciao.